Ja, Mahlzeit, meine Damen und Herren. Ja, wir sind zufrieden tatsächlich mit dem Ergebnis, vor allen Dingen auch deswegen, weil wir im vergangenen Jahr bei 13 bis 14% gemessen worden sind von den Demoskopen und nach Ende des vergangenen Jahres gab es ja auch Meinungsumfrageinstitute, die der CDU ja vorausgesagt haben, dass sie eine absolute Mehrheit bekommen werden in Sachsen. Beides ist nicht eingetreten, weder unsere 13 bis 14% noch die absolute Mehrheit der CDU im Freistaat Sachsen. Deswegen sind wir mit dem Wahlergebnis, auch wenn ich mir lieber eine 20 gewünscht hätte, zufriedener. Und ich glaube tatsächlich, dass wir dann auch unseren Anteil geleistet haben, dass wir in Brandenburg und Thüringen in den nächsten 14 Tagen noch einen guten Wahlkampf hinlegen werden, um dort die Regierung in Brandenburg zu verteidigen und das erste Mal den Ministerpräsidenten zu stellen. Zweitens, ich will auch feststellen, dass wir mit diesem Wahltermin natürlich alle Probleme hatten, der dort festgelegt worden ist. Ich will da nochmal auf die Spezifik hinweisen, dass wir mit den Wahlbeteiligungen von unter 50%, das zweite Mal erst in der Bundesrepublik, so ein Ergebnis im 25. Jahr der Friedrichschen Revolution, die ja zum großen Teil aus Sachsen ausgegangen ist, verweigern sich 50% der Sachsen an einer Wahl teilzunehmen, was ja auch ein Grund gewesen ist, damals auf die Straße zu gehen, nämlich für freie Wahlen zu kämpfen. Und das macht mir schon Sorgen, gerade in einem Land wie Sachsen, dass 50% sich verweigern. Das hat meiner Meinung nach dazu mit auch was zu tun, dass tatsächlich die CDU im Freistaat Sachsen erstens auf dem rechten Auge sehr häufig blind gewesen ist. Das konnte man ja dadurch sehen, dass am 13. Februar viele Jahre lang die CDU-geführte Stadt und auch die CDU-geführte Landesregierung immer alle Augen zugedrückt hat, bis es zu dem größten Nazi-Aufmarsch in Europa gekommen ist mit 6.500 Neonazis, die durch Dresden demonstriert ist und erst durch das aktive Mittun auch meiner und unserer Partei, auch mit der Unterstützung der Bundespartei und vieler anderen Landesverbände, haben wir jetzt den größten Nazi-Aufmarsch verhindert. Und auch der NSU-Skandal wurde ja von dieser Landesregierung vor allen Dingen als Thüringer-Skandal bezeichnet. Fast ein halbes Jahr lang hat man sich geweigert, überhaupt über einen Untersuchungsausschuss zu reden und hat immer mit dem Finger auf Thüringen gezeigt, weil ja nicht etwa die Bedeutung war, wo die 30 versteckt haben und 10 Jahre ihre Morde ausgeplant und durchgeführt haben, sondern wo sie hergekommen seien, nämlich aus Thüringen. Und deswegen hat diese Landesregierung darauf hingewirkt. Deswegen ist diese Ergebnisse weder für die NPD, die zum Glück aus dem Landtag rausgeflogen sind, knapp gestern Abend 11:30 nach den letzten Stimmenergebnissen aus den Großstädten und das Ergebnis der AfD nicht so ganz überraschend. Leider, muss ich dazu sagen. Ich will noch einen Punkt erwähnen als allerletzten. Wir haben ein Direktmandat gewonnen, tatsächlich das erste Mal ein Direktmandat von einer jungen Frau von 30 Jahren. Bisher hatten wir zwei Direktmandate jeweils von etwas reiferen Männern, die jeweils in Plattenbauten diese Ergebnisse erzielt haben. Ich glaube, damit kann man auch sehen, diese Partei wird nicht aussterben, sondern sie ist in der Lage dazu, auch andere Milieus, neue Milieus anzusprechen. Und das ist auch ein kleiner, wichtiger Erfolg für uns im Freistaat Sachsen von dem Sonntag.